Willkommen zur neuesten Ausgabe von Weil Weib sein fetzt und Mannsbild sein natürlich auch. Kennst es, wenn dir die Hutschnur reißt, wenn die Zündschnur sowas von kurz ist, von einer Sekunde auf die andere und du das Gefühl hast, jetzt zerreißt es mich gleich. Gleich ist es soweit. Ist mir passiert vorletztes Wochenende. Und ich habe dann letzte Woche mit einer ganz tollen Kollegin drüber gesprochen und wir haben uns schier kaputt gelacht, weil es ist mir wieder der Satz dazu eingefallen, den ich mir heute extra aufgeschrieben habe, den du sowas von für die Zukunft mit nach Hause nimmst und dir jedes Mal, wenn du durchdrehst, dir denkst, aha, aha, da habe ich doch was dazu. Der Satz lautet folgendermaßen, im besten Bavarian English, if you get hysterical, it's historical. Ich wiederhole nochmal. Ist ein bisschen wie bei Altbayerisch für Anfänger vom BR, wer das noch kennt. If you get hysterical, it's historical. So, dieser Satz fasst das zusammen, was sehr, sehr oft passiert, wenn bei mir und höchstwahrscheinlich auch bei dir die Zündschnur einfach schon kurz ist, innerhalb von jetzt auf gleich. Und zwar oftmals, wenn uns was so schnell aus dem Off, so schnell und stark triggert, dann ist es eher was Historisches. Also, wenn du hysterisch wirst auf einmal, hat es oft einen historischen Hintergrund. Jetzt kannst du dir schon vorstellen, dass ich damit nicht meine, mit historisch, Kolumbus-Entdeckung von vermeintlich Indien, ne, einst 1492, sondern historisch im Sinne von ursprungsfamilienhistorisch. Falls du jetzt gleich das Video ausmachen willst, tu es nicht. Ich weiß, die Ursprungsfamilie ist gerne und oft ein heißes Thema, so wie auch diese Bildschirmsperre, die ich wieder mal nicht herausbekommen habe. Aber jetzt sehe ich wieder, was ich tue. Nein, es ist so essentiell, das zu wissen. Und deswegen gibt es heute von mir drei Tipps von mir, leidgeprüft und durchgenudelt, so oft für dich. Wenn du aus welchen Gründen auch immer kurz mal ausflippst. So, also stell dir vor folgendes Szenario, wir nehmen mal die Mutti. Deine Mutti sagt zu dir was und eigentlich war noch alles in Ordnung und auf einmal denkst du dir, ich möchte es da schmeißen. Ich habe sie sehr lieb und ich möchte es trotzdem da schmeißen. Der erste Punkt ist, vertrau auf deinen Körper, vertrau auf dieses Gespür, auf diese erste Reaktion. Ha. Gerade wenn du hochsensibel bist und ich stelle das immer wieder fest, dass die Menschen, die sich von mir und meiner Arbeit besonders angesprochen fühlen, oftmals sehr spürig und sehr feine Antennen haben. Und unsere Körper sozusagen sind super coole Instanzen, um uns was zu vermitteln, was wir vielleicht im Hirn noch nicht geschnallt haben. Also, wenn dir die Hutschnur platzt, und du auf einmal so eine Hitze in dir hochsteigen spürst und dir denkst, dann ist es ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass zum Beispiel dein Gegenüber eine Grenze überschritten hat. So, also mein erster Tipp ist, vertrau auf dein Gespür. Wie reagiert dein Körper in dieser Situation? Und dann im zweiten Schritt, wenn es dir möglich ist, in dem Fall die Mama nicht zu dawuzeln, was mein Tipp wäre, weil ich schaue mir gerade Orange is the New Black an und ganz ehrlich, für einen Frauenknast sind wir alle nicht geschaffen. Also bitte vermeide das. Also bevor du die Mama da wutzelst, atmest du ein paar Mal tief durch und denkst dir dann, zweiter Tipp, was ist jetzt da eigentlich passiert und wieso triggert mich das so? Was ist jetzt denn, was ist da jetzt die Phase? Also der zweite Tipp ist, ich sag's einmal auf Englisch, dive deep. Tauch ein bisschen ab in die Situation und stell dir mal die Frage, was ist denn jetzt wirklich der Grund, warum ich gerade so reagiert habe? Es hat ein bisschen was von einer Ente, die anfängt zu grundeln, die also abtaucht auf den Boden vom See und da mal schaut, was eigentlich so Phase ist. Und das machst du in diesem zweiten Tipp. Gerne mit ein bisschen Abstand zu der Situation, die dich so getriggert hat. Schau mal in dich hinein sozusagen, was ist denn jetzt das, was mich wirklich gerade so genervt hat? Bei mir war es nämlich zum Beispiel so, dass der offizielle Auslöser wirklich nur
das oberflächliche Problem war, aber dass mich die Situation an was erinnert hat, was ich mal als Kind erlebt habe, nämlich ein wirkliches Bäh-Gefühl mit meiner Mama. Das hat in mir sozusagen was ganz Altes wieder hochgeholt und deswegen war meine Zündschnur so kurz und deswegen bin ich da so handig geworden, wie mein Bayern so schön sagt. Also, zweiter Tipp, in Ruhe, wenn du wieder in Ruhe bist, tauch ein bisschen ab, denk an eine grundelnde Ente und schau, was ist denn jetzt eigentlich wirklich mein Problem in der Situation gewesen. Und mein dritter Tipp, und der ist extra sowas von wahnsinnig gut, gerade wenn du sehr spürig bist, dann hast du nämlich oftmals die Tendenz, wenn du auch nur die leiseste Stimmveränderung dem Gegenüber gezeigt hast, dass du sehr viel Scham und Schuld empfindest. So, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Scham und Schuld, das fühlt sich immer jack an. Also das ist ja, und ganz ehrlich, das ist wie mit der Angst. Die guten Sachen liegen hinter dem Schamgefühl und hinter der Schuld und hinter der Angst. Deswegen auch mein Tipp hier, vertrau dir selbst. Mein dritter Tipp, vertrau dir selbst. Vermutlich hast du gar nicht so krass reagiert, wie dir gerade dein Schuld- und Schamgefühl einreden möchten. Und stattdessen schau doch mal lieber, ob eben nicht ein Nein in der Situation viel besser gewesen wäre. Das berühmte Grenzen setzen. So. Und wenn du jetzt auch so drauf bist wie ich und einer von den Menschen bist, denen dieses Nein sagen gar nicht so leicht fällt, aus den unterschiedlichsten Gründen, dann schau doch bitte mal die Videos hier an, die ich dir hier am Ende noch hier rein verlinke, wie wir so schön sagen. Da gibt es nämlich viele Stufen hin zum Nein, sodass du dich ganz liebevoll an der Hand nehmen kannst und dich sozusagen so langsam zu einem abgrenzenden Nein mal hinführen kannst. Aber ganz wichtig ist eben, vertrau dir selbst. Ah. Schenk dir das, was du anderen oft schenkst, nämlich Vertrauen. Vertrau dir selbst. Es ist in Ordnung, Nein zu sagen. Es ist in Ordnung, auch mal grantig zu sein. Da ist kein Herstellungsdefekt bei dir zu erkennen. Es ist alles in Ordnung. Du bist auch, Gott sei Dank, nur ein Mensch. Alles ist in Ordnung. Also mach einen Mic-Drop mit der berühmten Scham und denk dir einfach, okay, da ist mir irgendwas zu viel gewesen. Also nächstes Mal sage ich dann dies oder jenes und dann wird die Situation ein besseres Ende nehmen. Nehme ich nicht im Frauenknast zum Beispiel. So, in diesem Sinne, erster Tipp, vertrau deinem Körper. Wie reagiert der? Normalerweise sagt er dir ganz genau, was jetzt zu tun ist. Zweitens, wenn du wieder einigermaßen in Ruhe bist, dann tauch ab und überleg dir, was hat mich denn jetzt da gerade wirklich so getriggert? Dritter Punkt, vertrau dir selbst. Setz also hier gerne mal eine Grenze. Nein ist ein ganzer Satz. Und dann fällt es dir, und schon habe ich die Karte irgendwo hingeschmissen, nächstes Mal so viel leichter, nicht hysterisch zu werden oder eben so aus dir heraus zu platzen, sondern du denkst dir, ah, warte mal, das kenne ich schon, das ist ja gar nicht schlimm, da atme ich 2-3 Mal durch, dann sage ich, was ich brauche und dann läuft es. In diesem Sinne, bis nächsten Mittwoch, weil Leib sein fetzt und Mannsbild sein natürlich auch. Deine Carola. Bis dann.